Masterarbeit begrüßen. Mit dem Thema Alexander Skriabin, seine Werke und die Faszination der Synästhesie. Und Umkehrungen, den Augmentationen und Diminutionen und den übrigen Verschönerungen des hässlichen Kantus. Ich fand es alles fürchterlich langweilig. Skriabin, der mein Klassenkamerad war, empfand genauso. Wir schwänzten die Lektionen öfter und öfter, und wenn wir einmal im Konservatorium erschienen, so waren wir meist unvorbereitet. Als Entschuldigung gaben wir an, dass uns das Klavierüben keine Zeit für Kontrapunktstudien übrig ließ. Wert meines Lebens, über die Religion, über Gott. Flammende, unablässige Gebete, Kirchenbesuche. Grollen gegen das Schicksal und gegen Gott. Растительная сила дала лень телу моему. И позабыть за пищей, сном и питьем заставила все прелести искусства. Die organischen Kräfte der göttlichen Natur machten meinen Körper bequem und faul. Sie zwangen mich, hinter all dem Trinken, Schlafen und Essen die Herrlichkeit der Kunst zu vergessen.
letzten Teil meines Programms möchte ich den Begriff der Synästhesie näher erläutern. Diese bezeichnet hauptsächlich das Phänomen der Kopplung zweier oder mehrerer getrennter Bereiche der Wahrnehmung, etwa Farbe und Zahlen, Geschmack oder Töne. Genauer gesagt, wenn ein Sinnesorgan von einem Außenfaktor gereizt wird, wie zum Beispiel das Ohr von einem Ton, wird ein zweiter oder gar mehrere Sinne durch die Miterregung der Verarbeitungszentren im Gehirn mit einbezogen. So kann ein Synästhetiker die Musik in Farben sehen, er kann sie riechen oder schmecken. Als solcher unternahm Sperwin den Versuch, die Musik mit einer der begleitenden Künste zu vereinigen, mit dem Farbenlicht.